haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Duckmobil. Heute mit einem etwas ungewohnten Beginn unseres Videos zu unserem Wochenendtrip. Wir haben das Wochenende 26. bis 28. Juli 2024 und die Wettervorhersage war Freitag Dauerregen, Samstag Dauerregen, Sonntag wird es wieder um die 20 Grad etwas beständiger. Wir haben bis zur letzten Minute gewartet und dann fiel die Entscheidung. Es wird Haltern am See. Nein. Wir sind auch brav hingefahren. Wir sind sogar super durchs Ruhrgebiet gekommen. Haben dann schon festgestellt, dass vieles, was wir gefahren sind, Sonntag gesperrt ist. Deutschland und die Autobahnbaustellen in der Ferienzeit. Da sind wir bestimmt an der Spitze. Könnt ihr direkt in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Haltern, der Stellplatz war voll. Davon abgesehen hat es uns auch nicht ganz so zugesagt, so eingepfercht zwischen der Hauptstraße und dem Schwimmbad. See nicht direkt so nah, wie es sich vermuten ließ, laut der Aufnahmen, die wir gesehen haben. Das heißt ja auch Haltern am See, nicht Stellplatz am See. Ja. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wollten wir immer schon hin. Wir fahren nach Lette zum Campingplatz Waldesruh. Hier haben wir wieder wunderbares 2 in 1. Es gibt zwei Wohnmobilstellplätze, diesen hier und den da hinten. Zusätzlich dann noch diesen Campingplatz, was wir euch wieder natürlich in einem separaten Stellplatzvideo zeigen. Wir starten jetzt mal ganz entspannt nach einem kleinen Horrortrip in das Wochenende. Aber das wollten wir euch nicht vorenthalten, da ich ja auf Insta gepostet habe, dass wir eine kleine Odyssee reinreiten. Dass wir gut angekommen sind und hier mit Waldesruh alles richtig entschieden haben. So, und jetzt sage ich erstmal, ich glaube, den Abend lassen wir ruhig ausklingen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao, ciao. Meine Frau war einkaufen. Grüße. Guten Morgen. Ich habe uns angemeldet. Das geht hier mega entspannt für den Wohnmobilbereich. Und habe uns mit etwas sehr ausgiebig vorhandenem Prospektmaterial inklusive diverser Fahrradkarten eingedeckt. Alfred freut sich schon, weil hier in der Nähe gibt es ein kleines Outlet von einer Marke, wo ich relativ viel von trage. Und da fahren wir nämlich jetzt zuerst hin. Die machen um 13 Uhr zu. Alfred weiß das noch nicht, aber ich sag mal wir, Richtung Coesfeld fahren. Und ich habe da eine kleine Route zusammengestellt. Einfach mal hier etwas durch die Gegend fahren. Heute soll es bedeckt sein, ist aber gar nicht so kalt. Morgen scheint auch wieder die Sonne. Morgen machen wir euch hier zum Campingplatz Waldesruh. Ich nenne das mal 2 in 1. Wir haben ja hier die zwei Wohnmobilstellplätze mit dabei. Machen wir euch wieder ein separates Video, um euch alles hier zu zeigen. Das ist auch interessant für die, die Wohnmobil fahren. Die Wohnwagen fahren, Wohnmobil fahren wir ja, oder zelten wollen. Das geht nämlich ja hier alles auf einem Campingplatz und das zeigen wir euch separat morgen in einem separaten Video, wie ihr es von uns kennt. Drehgenehmigung haben wir uns gerade eingeholt und dann nehmen wir euch jetzt erstmal mit in den Samstag oder in Alfreds langes Gesicht bei Betty geht shoppen. Du grinst doch noch. Der sagt sich gerade, musst du ja eh selbst bezahlen. Was soll nicht das? Ja, kennt ihr das? Du checkst auf der Arbeit deine Mails und siehst, oh, Amazon hat abgebucht. Du hast gar nichts bestellt. Aber du hast einen Mann zu Hause, der hat nicht genug Beschäftigung. Der surft bei Amazon und bestellt immer Sachen. Aber Kleinigkeiten.
Auch Kleinigkeiten können teuer sein. Nein, ich mach Geschäft. Kleinigkeiten können teuer sein. Ich bestelle ein Teil und kriege 6 geliefert. Das ist Doofheit von. Aber. Schnitt, ich muss da jetzt Handy machen. Zu. Ich bin happy. Ich muss was schneller fahren. Das Geschäft macht in 1,5 Stunden zu. Wir haben so viele Abonnenten gerade hier getroffen. Also, als wenn sie gewusst hätten, dass wir uns verfahren und nicht nach. Nee, verfahren haben wir ja nicht. Als wenn wir nicht nach Haltern fahren und haben uns da freudig begrüßt. Wir haben uns festgequatscht. Ich kann's schon sehen! Weil die plötzlich schnell ist, wenn du weißt, dass es da hinten was zu shoppen gibt. Ich muss mal, die Fahrt war es verlangsamt. Du erzählst da Blödsinn, den höre ich auf der Entfernung nicht. Da ist sie. Glück, dass wir mit Wohnmobil aufgelastet haben. Wenn die jedes Mal so viel kaufen, braucht man im nächsten 7,5 Tonnen. Was wäre Alfred auf einem Markt ohne Backfisch? Traurig. Verloren. Aber hier von Mannequinfisch, samstags auf dem Markt in Coesfeld, das sieht richtig super aus. Absolut Mega. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und auch absolut Kalorienaufteilungsverhältnis. Ne? Alfred ist glücklich. Ich lasse ihn mal essen. Always be there in the world. Die evangelische Kirche sein. Da geht es zum Schlosspark und das müsste das Stadtschloss sein. Aber da darfst du kein Fahrrad fahren. Und da darfst du auch kein Fahrrad fahren. Down an open top, but we were clever not to take.
Jasmin und Patrick haben geheiratet. Heute? Ich kenne sie zwar nicht, aber sieht gut aus. Ja, mach ich auch ein Foto von. Achso. Ich bezahle das doch, wenn ich was mitnehme. Du musst nicht Alarm schlagen. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen kleinen Souvenirshop. Und die wussten, dass ich vorbeikomme. Guck mal, der Spruch ist doch, der passt doch für mich. Der kommt auf meinen Schreibtisch auf der Arbeit. Ja, gut. Guckt sie euch an. Wir essen schon wieder. Die hat es glatt vergessen. Für uns ein untypisches Bild. Zack, schon hingesetzt und hier. Los jetzt. Aber ich habe diesmal auch was. Ich durfte mir auch was gönnen. Hat eben einen halben Meter Backfisch gegessen. Ich habe da 100 Gramm Seegrassalat gehabt. Und kenn ich dafür, dass der so groß ist? Du hast gesagt, boah, der ist so groß, da muss ich mir einen von essen. Nee. Liebling, möchtest du einen Backfisch? Nee, Liebling hat es nicht gesagt, aber der Rest ja. Ja, ich habe es gesagt, bevor er nachher mit einem halben Tag vorher. Das hast du ja gar nicht angehalten, da gab es Backfisch. Ja, ja. Wolltest du nur eine Grille, das hast du schon gesagt, wo wir sind? No. Wir sind jetzt in Bitterbeck. Direkt am Dom im Domcafé. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Ich glaube, seitdem ich aufs Rad gestiegen bin, bin ich in eine Zeitkapsel gelandet. Ist das schön. Erinnert mich an Tägte. Ist ja auch gar nicht so weit weg. Ne? Also hier ist fehlen mir die Worte. Ja, man sieht es an deinem Gesicht. Hier ist es schön. Ja. Ich könnte mich jetzt hier mitten reinsetzen, so ein altes Messingbett, mich da drauflegen und die Leute beobachten. Oh, Messingbett. Ja, so viele Leute sind hier nicht, aber das ist schön, durch die Bäume und so. Hier ist es ein schöner. Messingstuhl tut es nicht. Nee, kann ich ja Füße nicht hochlegen. Ach so, entschuldige bitte. Fällt euch was auf?
haben es wieder geschafft. Es regnet. Nee. Dann sehe ich ja nichts. Okay. Nach unten. Da. Wo warst du? Ich war Sommer 2024. Ich war dabei. Guck mal. Da. Ne, funktioniert nicht, aber ne, ein bisschen kommt raus. Da. Ja. Das ist alles nur noch nass. Aber richtig. Vom Unwetter überrascht. Das war nur Regen, das war kein Unwetter. Ja, das war Unwetter. Das hat ja nur da gewischt, wo wir waren. War ein Jungbrunnen. So. Ja, und jetzt ist Schluss, das hat schon ausgezogen. Wir ziehen uns jetzt mal um, ich gehe duschen und danach gehen wir wieder on air. Einen haben wir noch. Das sind meine Socken. Hm. Frisch gewaschen. Wascht ihr auch immer, wenn ihr unterwegs seid? Wir täglich. Regnet nämlich immer, wenn wir fahren. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Hat gestern nichts mehr gegeben. Es hat die ganze Zeit mehr oder weniger genieselt. Und wir haben uns drinnen einfach zurückgezogen und nichts getan. Die Nacht war wieder richtig schön ruhig, also wir können das euch nur empfehlen. Heute sollte es eigentlich ohne Wolken ja abgehen, aber da sind noch ein paar. Gleich machen wir erstmal das Camping- und Stellplatzvideo, damit ihr seht, wie das hier funktioniert mit dem Anmelden, Hinstellen und so weiter. Und ich bin immer noch nicht ganz wach. Ja. Aber danach wollen wir noch ein bisschen mit euch die Gegend erkunden und euch noch so zeigen, was es hier alles rund um Lette zu sehen gibt. Ja, viel kriegen wir heute, glaube ich, nicht geregelt mehr. Ich bin irgendwie, wenn wir so unterwegs sind, immer müde. Wenn du bedenkst, dass ich um die Uhrzeit sonst schon 4 Stunden gearbeitet habe. Ich war um 6 Uhr auf. Meine Frau hat bis knapp 9 Uhr geschlafen. Das stimmt gar nicht, bis 8 Uhr. Ja, bis aber so um die 9 Uhr aufgestanden. Stimmt auch nicht. Ach. Ich hab dich bis 9 Uhr schlafen lassen, das ist richtig. Du Quatschkopf. Okay, das klären wir jetzt mal ohne euch. Ciao. Wir wollen den Sonntag noch nutzen, da sich die dunklen Wolken verzogen haben, mit euch eine kleine Radrunde hier um Lette zu drehen. Wir sind hier am Heidefriedhof. Du kannst hier vom Stellplatz aus wunderbar an der gegenüberliegenden Kaserne, was es ist, zu Fuß hingehen. Dann kommt ihr da hinten durch das Türchen, ist ein schöner Weg durch den Wald. Hier am Platz der Stille könnt ihr dann ein wenig in Gedenken verweilen. Oder wenn ihr mit dem Rad seid, von hier nach Lette fahren. Ist gut ausgeschildert und wir wollen den Nachmittag noch nutzen, da wir ja auf dem Campingplatz nicht Vormittag schon runter mussten und die Abfahrtzeit hier ja sehr variabel ist, solange wie du dich wohlfühlst, werden wir jetzt noch eine kleine Runde mit euch drehen und Alfred hat da noch so einen Plan. Ich habe keinen Plan. Doch, den verrät er euch mal selber. Bin ich hier wieder schuld. Nein, Alfred hat gesagt, er lädt mich nämlich heute noch ein. Habe ich das gesagt? Ja, der sagt, dein Hass, gib mir mal 50 Euro, ich lade dich zum Essen Geist ein. Die Umnachtung. Nein, der hat hier so leckere Schnitzel, dass ich meine Frau eingeladen habe, mir ein Schnitzel zu kaufen. Wir wollen gleich noch im Stübchen, das um 17 Uhr aufmacht, mal gucken, wie der Jürgen noch leckere Schnitzel zubereitet und dann entspannt nach Hause fahren. Wir werden zwar dann ein bisschen spät nach Hause kommen, aber was soll ich da außer schlafen? Ist auch weniger los. Genau. Jetzt fahren wir noch ein bisschen Rad, damit wir uns das Schnitzel auch verdienen. So. Ich habe nämlich gestern Kugelfisch gehabt. Die Dose war oben rund und unten rund mit meinem Heringsfilet. Da haben die sich wohl beim Einpacken vertan und mir einen Kugelfisch eingepackt. Und der soll ja bekanntlich giftig sein. Deshalb habe ich meinen Fisch weggeworfen. Ja, irgendwann musst du den aber mal probiert haben. Du bist nämlich schon mal giftig.
Meine Frau hat einen Fahrradweg ausgesucht. Ist er nicht schön? Ich komme mir so klein vor, wenn ich hier durchfahre, durch die Beinwellpflanzen. Die sind so hoch. Hier sind so viele Radfahrer unterwegs, das würdest du bei uns nicht erleben. Aber hier kannst du auch super Rad fahren. Bei uns in dem vom Tagebau zerpflückten Gebiet ist ja Radfahren nur nach rechts und links möglich. Und das auch nur bedingt. Nee, also, wenn ich so wohnen würde, würde ich abends auch wieder Fahrrad fahren. Aber die Freude, die haben sie mir irgendwie genommen. Zumal du dir bei uns jedes Mal einen Platten gefahren hast. Münsterland ist schon echt geil zum Fahrradfahren, kann ich nicht anders sagen. Aber die Baumschule arbeitet auch sonntags. Guck mal hier. Das ist ja wohl ein schöner Rastplatz. Das ist ja toll. Super. War aber leider schon besetzt. Ich habe Gänsehaut, so aufgeregt bin ich. Ist nicht gut, wilde Pferden. Ja. Ich wusste ja gar nicht, dass das so, wie es jetzt ist, ist. Als wir letztens in Regen waren, habe ich ja gedacht, du fährst irgendwo hin, so wie in der Geltinger Burg. Und dann laufen die wilden Pferde da irgendwann mal dir über den Weg. Wie wir das so von der Hammer den Marsduden kennen. Aber hier sind wir auf dem Weg zur Wildpferd-Arena. Die ist nur sonntags in den Sommermonaten, ich glaube April bis Oktober, offen von 10 bis 18 Uhr. Kostet 4 Euro Eintritt. Und ja, das ist ziemlich kommerziell aufgemacht. Ich dachte, du gehst in einen einsamen Wald und dann hast du da viele einsame Pferde, Wildpferde. Jetzt bin ich mal richtig gespannt, weil hier ist gerade Völkerwanderung. Kennt ihr das? Die Wochenenden, die nicht aufhören sollen? Das ist eins davon. Es war wunderschön, eben noch im, wie hieß der? Meer? Ah, wir haben es ja eingeblendet. Da bei den Wildpferden war ein Kindheitswunsch von mir, die einmal live zu sehen. Ich hatte die in einem Buch gesehen und musste die unbedingt mal kennenlernen. Habe ich jetzt gemacht. Das war ein Wochenende wieder von 180 auf 0. Tiefenentspannt geht es jetzt wieder nach Hause mit dem Vorsatz, definitiv noch mal wiederzukommen, hier ein Schnitzel zu essen. Das haben wir diesmal nicht geschafft. Und uns genauso die Seele baumeln zu lassen, wie wir es diesmal gemacht haben. Ich kann euch den Campingplatz Waldesruh wärmstens empfehlen. Alfred? Ja, ich auch, 100%. Wir haben uns mega wohl gefühlt. Noch mal vielen lieben Dank an Jürgen und Petra für das, was ihr hier erschaffen habt und uns erhalten werdet. Wir kommen definitiv wieder, ob mit oder ohne Pool. Das ist mir so was von egal. Wir kommen definitiv wieder. Münsterland ist für mich eine der schönsten Regionen, wo man einfach sich einfach ein bisschen treiben lassen kann. Ich finde es hier richtig schön. Und könnte ich hier wohnen, würde ich es tun.
Wir sagen an der Stelle wieder Ciao, bis zum nächsten Mal. Nächstes Wochenende sind wir wieder unterwegs.